Willkommen zurück, YouTube, zu einer weiteren Folge von Planet Crafter. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ja in der letzten Folge die Fisch-Irgendwas-Eier freigeschalten. Genau, ihr wisst schon Bescheid. Ich schaue mal schnell. Da gucken wir mal, was die können. Was die tun. Die Guerrero waren es. Okay. Die haben auch noch, also nach den Kronen, die Guerrero mit 150%. Also nichts, was wir jetzt groß brauchen. Alles klar. Hier können wir übrigens natürlich die Dinge herstellen. Die ganzen Froscheier. Aber hier bin ich mir nicht ganz sicher. Warum ist denn hier Bienenlarve drin? Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Wobei, die können wir drin lassen. Sieht nett aus. Ob ich hier zum Beispiel mit Nachfrage und Angebot theoretisch das eine rein und das andere rauspacken kann. Also dass ich sage, okay. Aber ich glaube nicht, dass der das regeln kann. Dass er die drei verschiedenen Dinge für, weiß ich nicht, hau mit Toteier. Zum Beispiel, das reinpackt und dann das, was er daraus produziert. Das wird nicht funktionieren, weil da muss ja auch auf Forschung klicken. Ist eigentlich schade, aber ist nicht schlimm. Gut, wir machen auf jeden Fall Fortschritt. Uns fehlt bei den Insekten jetzt noch die Frosch-Traju-Eier. Und die Frosch-Amedo-Eier sind hier noch zum Freischalten. Und dann haben wir noch das Aquarium T2. Da sind wir kurz davor. Da ist nicht mehr weit bis dahin. Und die Frosch-Strabo-Eier. Also eigentlich nur noch Froscheier und Aquarien. Dann haben wir eigentlich alles freigeschaltet. Und dann geht es rein um das Erforschen und Ersammeln dieser neuen Biome, dieser neuen Dinge, die wir durchs Portal betreten können. Was natürlich durchaus spannend werden wird. Ja, leg's mir mal. Stickstoff ist voll. Kunststoff ist auch voll. Zeolith ist leer. Toll. Okay. Wir sind jetzt so, wir haben unser Inventar geleert im letzten Ding. Das passt. Wir wollen jetzt Erzextraktoren bauen. Wir haben einen ganz dezenten Iridium-Engpass und auch Schwefel tatsächlich. Nicht optimal. Das ist nicht optimal. Ich sag's euch, wie es ist. Warte mal. Oh, wir brauchen Osmium. Ja, wir brauchen zweimal Osmium. Magst du uns mal hier da zwei Osmiumstäbe herstellen? Bitte, danke. Wäre sehr zu Dank verpflichtet. Einmal. Oh, ich liebe es. Ich liebe es, wenn das so schön funktioniert. Zweimal. So, danke sehr. Perfekt. Und dann brauchen wir noch Titan. Da werden wir jetzt aber auch mal aufhören mit der Nachfrage, damit wir die Schränke leer kriegen. So, 9, 12 Stück. Das passt. Können wir 4 Extraktoren herstellen. Wir bräuchten sie. Was machen wir denn jetzt? Zuerst Iridium? Ich würde fast sagen, zuerst Iridium, dann Schwefel, weil Iridium brauchen wir halt für die Stäbe, um Extraktoren herstellen zu können. Ich glaube, das macht Sinn. Soweit? Wir sollten nur essen und trinken, sehe ich gerade. Nochmal hoch mit uns. Und beim Essen haben wir hier irgendwo, wo sind denn die Quarze gewesen? Löwis, Bohnen, Stickstoff. Alex, mir Morsch, von dem haben wir genug. Gut. Was macht denn eigentlich der Dünger? Wird das voll? Ja, langsam. Langsam aber doch. Gut, passt. So, Iridium, Iridium, Iridium war... Das war gleich hier. Das heißt, wir brauchen hier nur runter. Ich weiß nicht, ob ich von unserer Höhle dorthin komme. Ich weiß das nämlich nie. Egal, wir gehen rundherum. Ich glaube, man kommt von unserer Höhle tatsächlich auch hin. Das ist das, was ich immer sage, solche Dinge merke ich mir nicht. Und wenn ich 100-mal den Weg lang latsche, ich werde es mir auch 100-mal nicht merken. So, das haben wir ja schon. Das müsste ja schon unsere Höhle sein. Jawohl, ist es auch. Und zacki. Jo, schauen wir mal, ob das alles tut, wie es tut. Ich würde immer noch gern wissen, ob tatsächlich jetzt... Also ich würde immer gern wissen, die Sache ist, ich habe wieder ein paar Folgen jetzt auf einmal aufgenommen. Das heißt, solltet ihr schon darauf geantwortet haben, fühlt euch nicht geärgert. Ich mache es nicht mit Absicht, wenn ich es immer wieder erwähne. Aber ich habe diese letzten paar Folgen auf einen Rutsch aufgenommen. Ob halt, wie gesagt, dieser Maschinenoptimierer da das tut, was er tut, dass der auch die Abbauzeit hier beschleunigt. Das wäre halt super cool. Übrigens, hier snappt es. Das finde ich witzig. Hier snappt es an. Hä? Warum? Genauso wie bei den Dingen zum Beispiel, ne? Bei den...
Na. Bei den Platten und so, ne? Schade, dass es bei anderen Dingen dann wieder nicht snappt, aber ist nicht schlimm. So, Iridium. Angebot. Hoppla, das war das falsche Angebot. Aber schaut euch das an, jetzt haben wir hier die ganzen Quarze haben wir hier im Angebot. Ja klar, natürlich, haben wir ja auch mehr oder weniger gelernt. Das passt schon. So, einen. Dann hier auch. Hier auch. Damit wir da mit dem Iridium ein bisschen hinterherkommen, weil das ist belastend tatsächlich. Wenn dir das dauernd fehlt. Jawohl. Perfekt. Finde ich hier zufällig ein bisschen Iridium, was ich gleich mitnehmen kann, wenn ich schon hier bin. Kann man ja... Na? Echt jetzt? So. Kann man ja durchaus looten, wenn wir schon da sind, ne? Und wenn wir sie vielleicht nur einen Stab daraus basteln können, haben wir immerhin schon wieder einen Extraktor mehr dann. Wer hätte das gedacht? Also ich nicht, dass das mal so kommt. Dass ich auf einmal früher, wo ich ein paar Dinge davon hatte, so, ich hab genug, yeah, nice. Und jetzt, hey, ja, nix habe ich. Und alle haben es mir vorher gesagt. Aber man muss ja ehrlich und fair bleiben. Keiner von uns wusste wirklich, was auf uns zukommt, als wir das erste Mal gespielt haben. Ich glaube, da geht es euch ja nicht anders. Klar, viele Erkenntnisse kommen dann eben durchspielen, klar. Voll gut auf jeden Fall. Na schauen wir mal, ein paar Iridiumbrocken auch mitgenommen. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück zur Base. Und hoffen, dass wir da jetzt ein bisschen einen Überschuss produzieren können. Superlegierung. Oh, ich kann's nicht. Komm, nimm sie mit. Ach, da fliegen die Drohnen. Ich dachte mir gerade, was kommt mir denn da entgegen? Ich dachte schon Schafe oder so. Aber nein, es waren Drohnen. Unfassbar. Unfassbar. Frag mich, ob die vielleicht despawnen ist, wenn der nächste Meteorit eintrifft. Das wäre mal interessant, weil sonst hast du ja irgendwann hier tausende an Dingen liegen. Das wäre ja krass. Mental voll. Ja, komm mit dem Einsamen ja gar nicht hinterher, so viel liegt hier. Spielern wie mir kommt es natürlich zugute, die alle Meteoriten bisher verpennt haben. Ja, ich weiß. Okay. Voll geil. Ganze Schmetterlinge und so. So, was sagt unsere Energie? Die sagt, alles ist gut. Dann wollt ihr eigentlich einen Iridiumstab herstellen. Und des Weiteren gucken, wie viel Iridium wir denn so einsammeln. Wahrscheinlich gar keins, weil es wieder im falschen Schrank liegt, ne? Ja, da müsste man, glaube ich, mal ändern, dass wir das auf einen anderen Schrank bringen.
Ja, viel ist es nicht. Eins, ne? Eins ist nicht viel. Sag's euch, wie es ist. Ach so, weil ich hier schon wieder Stäbe herstelle. Darum. Ah, okay. Darum. That's the reason. Ich habe mich schon gewundert. Müsste man jetzt theoretisch dann schon wieder vielleicht einen oder anderen Stab vielleicht haben. Eventuell. Geil. Perfekt. Der Plan geht auf. Der Plan geht auf. Das heißt, wir machen gleich nochmal 4 Stück, dann würde ich sagen. Warte mal, wir tun aber erstens mal packe das Iridium da vorne rein. Zweitens einmal mache ich schnell Superlegierungsstäbe, um dann gleich Schwefel abbauen zu können. Eins, zwei, drei. Und was fehlt's? 2, 4, 5, 6, 7. Ein Stück. So, perfekt. Osmiumstäbe, glaube ich, brauchen wir wieder, ne? Also, glaube ich nicht, sondern weiß ich. Haben wir ja keine nachproduziert. Genau. Pass auf, da lassen wir den wieder für uns arbeiten. Mach uns bitte schnell Osmiumstäbe. Uno. Dos. Dress. Und dann haben wir, wie war das? Quadruple A, ne? So, perfekt. Haben wir das auch erledigt. Sehr gut. Dann müssen wir da hinten, müssen wir dann immer natürlich auch wieder Pulsar herstellen. Aber jetzt lassen wir mal kurz ein paar Iridiumstäbe durchlaufen. Schadet nicht. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. So, dann haben wir wieder für 4 Erzextraktoren. Na, jetzt verlässt mir meine Stimme. Es tut mir leid. I'm sorry. Schauen wir mal kurz, was wir Stäbe auf Reserve haben, weil dann können wir wieder auf Pulsarquarze dann umstellen. Na, 2. Na komm. Ich lasse nur Stäbe produzieren, bis wir wieder zurückkommen. Ich hoffe, ich vergesse dann nicht. Und wir gehen zum Schwefelfeld. Das ist da hinten. Da weiß ich nicht, ob wir durch unsere Höhle auch rauskommen. Theoretisch. Theoretisch müsste ja hier vielleicht der Ausgang sein. Das kann aber sein, muss aber natürlich nicht. Ne? Weiß man nicht. Kann aber einfach genauso, wie ich jetzt vorher gerade lang gelaufen bin, nachdem ich was getrunken habe, genauso gut auch einfach davor laufen. Und durch die Iridiumhöhle dann durchsausen. Spielt keine Rolle. Wir können es so oder so machen. Die blauen Bäume sehen toll aus. Diese hellblauen. Ja, doch, hellblau. Ja, doch. Eisblau. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wie ist euer Eindruck so zum Update kurz vor Release? Was sagt ihr nochmal dazu? Es hat schon was, ne? Es hat auf jeden Fall was. Höhleneingang, jawohl. It's the right one. Da müssen wir irgendwo nur durch Richtung Höhlenausgang. Und dann sind wir auch schon am Schwefelfeld. Haben wir hier eigentlich Schwefel schon abgebaut? Ich glaube, Schwefel holen sie mir tatsächlich von irgendwo anders, gell? Theoretisch. Meine. Ah, ne, Blödsinn, hier haben wir welche. Was haben wir denn hier für einen aufgestellt? Einen ganzen. Ah, der ist natürlich voll mit. Ja, Gerümpel, klar. Okay, gut. Erzextraktoren. Gut. Schwefel. Da kann natürlich nichts nachkommen. Ne? Wenn der eine eine einzige abbaut und der ist verstopft mit irgendeinem Mist, ja klar. Man könnte halt echt langsam, aber sicher diese unnötigen, die sowieso mit jedem Scheiß verstopfen, eigentlich abbauen. Gell? Eigentlich. Brauchen wir eigentlich nur unnötig Strom. So gesehen. Bringen jetzt nicht wirklich einen Mehrwert. Ich denke, ich mache das auch. Ich baue den jetzt. Achso, aber damit ich den abbauen kann, muss ich alles rausnehmen. Ne? Muss wieder schnell sein. Zack, 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 zack. So.
Ja, schau, die haben wir auch. Die braucht ein bisschen Osmium. Na, die kann man abbauen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Haben wir hier irgendwo was drin? Oh, hoppla. Ups. Gut, da war nichts mehr drin. Ja, nun. Den können wir wieder aufstellen. Vielleicht, wer weiß, für was er irgendwann wieder mal gut ist. Wollte ich nur wissen, ob was drin ist. Höhleneingang. Da müssen wir wieder irgendwo rein und dann wieder raus. Und dann gehen wir wieder zur Base. Was haben wir hier Schönes? Generische Froscheier. Okay. Die gute Superlegierung. Die macht mich fertig. Was meine ich denn jetzt eigentlich mit dem ganzen Mist, den ich hier jetzt eingesammelt habe? Weiß auch kein Mensch. So, na bitte, jetzt haben wir 2, 4, 6 Iridiumstäbe haben wir mal für den Moment. Das ist ja, meine Güte, besser als wie nix. Würde jetzt mal behaupten. Das heißt, wir stellen da vom Iridium jetzt um auf Pulsar wieder. Damit da auch wieder was weitergeht mit den Brennstoffzellen. Osmium. Ist natürlich jetzt voll. Warte mal. Hier war irgendwo Osmium, oder? Ja. Dann. Ich habe halt schlichtweg keinen Platz für all den Quatsch, den ich hier noch mit mir rumschleppe. Irgendwie. Muss man einfach genau so muss man es benennen. Es ist kein Platz dafür. So, die Froscheier haben wir da vorne noch irgendwo. Ne, die haben wir da hinten. Zack. Die können wir ins Überlager packen. Und dann können wir sie nachher da wieder schauen, dass wir sie da Platz machen für die nächsten Schränke. Und so gehen wir Stück für Stück da durch. So. Was braucht man denn für die Dinger? Zaun. Ah, dafür brauchst du Silizium. Okay. Das sind schon tolle Sachen, ne? Brauchen wir Magnesium dazu. Ja, auf jeden Fall können wir, irgendwann können wir dann auf jeden Fall hergehen und diese Base dann halt wirklich schön gestalten. Ne? Das wäre schon etwas, was ich irgendwann gerne mal machen würde. Kann ich mir vorstellen, dass man auch das zum Beispiel ein Ding ist, wo ich sage, das machen wir mal live on stream. Wo man ein bisschen quatschen auch nebenbei kann, weil ich nicht weiß, ob das so, wenn ich dann wirklich nur die Base völlig neu ja, aufbaue oder Teile davon. Weiß nicht, ob das in der YouTube-Folge so spannend ist. Könnt ihr mir mal ein Feedback da lassen, ob euch das lieber wäre, wenn wir das vielleicht mal live machen. So. Perfetto. Das nenne ich mal übervoll.
Zeolith kommt auch nicht so richtig hinterher. Das merkt man schon. Also man merkt halt bei allen natürlich, Pulsar ist so eine Sache, das wird produziert und geht ruckzuck wieder direkt in die Brennstoffzellen. Klar, die wir aktuell nur voll machen. Und so ist es halt irgendwie mit allen anderen auch. Also solange du nicht einen riesen Überschuss hast, ich nehme auch an, dass uns das Osmium jetzt wahrscheinlich bald wieder ausgehen wird. Der geht schon dahin. Wie schauen wir aus mit der hinten? Oder? Nö, doch nicht. Ist gar nicht so schlimm im Moment. Ist gar nicht so tragisch, wie es aussieht. So, ist die Weltraumrakete gerade weg? Nö, die ist hier. Okay, weil nämlich die Dinge nicht weggebracht werden. Die zwei Brennstoffzellen. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt im Moment? Wir haben... Ach du Scheiße, wir haben... wir haben 22.800 Terra-Token. Wann haben wir die denn gemacht, bitte, in der kurzen Zeit? Gerade erst das Portal... Ach so, ja, mit den Portalen natürlich. Da waren ja unfassbar viele Token auch zu finden. Ja, geil. Okay, das ist natürlich cool. Könnte man natürlich jetzt zum Beispiel auch so Dinge holen wie die Energie-Multiplikator-Sicherung, die natürlich einen super Mehrwert immer bringt, wo du dann sagst, ja, brauchst du einfach keine neuen Dinge mehr aufstellen. Wäre natürlich eine Option. Produktionsmultiplikator-Sicherung. Bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Jetzt müsste ich mal eure Antworten abwarten, bevor ich weiter aufnehme. Und natürlich auch Schmetterlingsverlehre-Eier. Da auch 1400%, ist auch krass. Oder halt diese neuen Dinge. Ne? Wohnraum mit Kuppel zum Beispiel. Oder Brunnen. Der ist auch neu, glaube ich. Den gab es noch nicht. Hologrammprojektor. Auch interessant. Halt alles Dinge, die man jetzt nicht braucht. Ne? Sauerstoffpflanzen, Wärmemultiplikator, Druckvervielfacher. Was kann ich denn... Was könnt ihr denn... Ja gut, was ist brauchen? Brauchen kann ich natürlich alles davon. Ja, so ist es ja auch nicht. Anpampares Bett, Sofa. Wir könnten sie die Dinge mal holen. Das Bett, das Sofa, die Weizen, Kakaosamen und das Zeug. Könnten wir sie mal holen. Um das auch anzubauen. Das würde ich vielleicht fühlen. Das wäre vielleicht auch noch cool. Nur um es zu haben auch. Ohne sie, weiß ich nicht, 5 Stück. Wir starten, wir lassen sie losstarten. Sicherungen natürlich. Da gibt es ja so viel, also so viel, aber noch einiges zum Holen, was wir noch nicht haben. Das könnte man natürlich durchaus auch. Ja, Zeolith fehlt uns halt auch. Gell? Immer beim Osmium so unglaublich unsicher. Ich hätte so gern, dass da dabei eine Zeit steht, also Abbauzeit, damit du weißt, bringt es was oder bringt es nichts. So. Kann man halt meinen Erachtens nach überhaupt nicht feststellen. So, warum ist da der Dünger und wird nicht darüber geliefert? Ich glaube, wir haben gerade einen Drohnenengpass im Moment. Kommt mal vor. Ich glaube, wir lassen es da mit Dünger auch mal gut sein. Einfach nur, um vielleicht mal für den Moment einmal ein bisschen alles hinterherkommen zu lassen. Ja? Damit sie die Lagerstätten hier mal ein bisschen füllen können. Zack. Haben wir ja doch einiges. So ist es ja nicht. Wer weiß, was wir dann in den anderen Welten noch finden. Das ist ja auch so eine Sache, ne? So, hier hätten wir zum Beispiel Zeolith. Das könnte man zum Beispiel runter befördern. Meiner Meinung nach, wenn wir das wegmachen. Wir gewinnen hier auch gleich wieder Platz. Weil unten das Zeolith ist eh leer. Na, schau, hier haben wir auch noch welche. Und so. So gibt's. Warum? Ja gut, hier kann auch nie Zeolith reinkommen, wenn es im Angebot ist. Ne? Wird halt schwierig. Muss man auch dazu sagen. Ja? Wenn das. So wird es halt schwer. Da braucht keine ewig warten drauf, bis sie hier das Zeolith füllt. Ja. Darf man sich nicht wundern. So, jetzt gibt es halt auch Leiterplatinen, ne? Wieder in der Produktion. Da darf man sich natürlich nicht wundern, wenn man es falsch einstellt. So, gut.
Überraschung, Superlegierung. Was machen unsere Bienenlarven? Sehr gut. Werden voll, genauso wie der Honig. Der muss ja genauso voll sein. Genau, der kann ja nicht anders sein. Der Überschuss an Honig wird zerstört. Und volle Lager sind gute Lager. Hier haben wir halt auch noch haufenweise Eisen. So, hier wäre ja Platz. Pass auf, wir machen sie hier gleich. Warum steht denn das Ding eigentlich hier? Wir müssen hier umbauen. Somit, das kann so nicht bleiben. Das steht falsch. So. 1, 2, 1, 2. Zu viel. Dann 2 Platinen. Ups, so. Einmal. Zweimal. Hier können wir jetzt den Autobauer wieder reinstellen. Der wieder das herstellt, was er vorher auch hergestellt hat. Und natürlich auch liefert. Claro. Und die anderen wieder reinpacken. Ach, scheiß drauf. Ich pack sie ins Inventar, egal. So, was ist, wenn wir hier vielleicht mal Eisen machen würden? Damit wir mal das Eisen von den anderen wieder ein bisschen wegbringen, weil das ist ja belastend, was hier an Eisen rumkugelt. Das ist ja kaum nur irgendwie Luft. Überall, wo du hinschaust, ist Eisen, Eisen und noch mehr Eisen. Wenn es nur jetzt mal für den Moment ist, ne? Auch wurscht im Endeffekt. Warum packt er hier einen Schwefel hin und nicht dort? Macht er tatsächlich, aber ich priorisiere das hier. Und mache den Schwefel da hinten weg. Wir wollen ja Platz für viele, viele T2-Schränke. Das ist ja der ursprüngliche Plan. Wir wollen hier alles umbauen. So. Hier hinein. Perfekt. Hier haben wir eh nichts mehr an Eisen. Ich glaube, hinten haben wir im Überlager, haben wir, glaube ich, noch Eisen drin, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, nehmen wir raus. Hier haben wir auch noch Kunststoff. Brauchen wir hier eigentlich auch nicht mehr. Können wir eigentlich auch ins Überlager reinpacken. Weil unten ist ja voll, glaube ich. Die Stoffe. Superlegierung, mal wieder. Technik, Mikrochips, okay. Genetik, Stoff, Methan, alles. Ja? Warum ist denn beim Stickstoff Methan drinnen? Muss man nicht verstehen. Wahrscheinlich, weil ich es hinliefern habe lassen. Ich weiß. So, perfekt. Dann können wir hier nur... Ja, egal, wir können es ja hier liefern lassen. Ist ja wurscht. Es geht jetzt gleich ruckzuck, werdet sehen. Dann machen wir hier zum Beispiel jetzt... Weiß ich nicht... Getan. Glaubt zwar tatsächlich, ich habe das überall schon irgendwo da hinten auch aufgestellt. Ziemlich sicher sogar. Aber wir haben halt einfach so viel davon. Was willst du machen, ne? Scheiße, ich hab vergessen, dass ich es hier ausstelle. Mist. Hier habe ich schon. Okay. So, perfekt, wie gesagt, können wir
Das. Ah, warte, auch noch. Habe ich sicher auch noch wieder irgendwo noch Titan rumkugeln, ne? Ja, sag ich doch. War doch völlig klar. Bestimmt da hinten auch noch, oder? Nee, hier nicht, aber hier irgendwo, ne? Nö, tatsächlich nicht. Eisen haben wir noch. Und noch mehr Uranstäbe. Schön. Schön, schön, schön. So, jetzt haben wir aber langsam ein bisschen Ordnung hier. Also, was ist Ordnung? Das geordnete Chaos haben wir natürlich, aber egal. Egal, das ist überhaupt nicht schlimm, aber das Chaos wird kleiner. Und das ist nämlich das, was schön ist. Das Chaos wird kleiner und genauso soll es sein. Und so werden wir auch die nächsten Dinge noch mitmachen. Uranstäbe können wir sie dann hier hinsetzen, da können wir dann umschlichten und, und. Uran haben wir auch übrigens noch und nöcher. Das finde ich sehr, sehr gut. Hier haben wir noch Schränke zum Abbauen. Haben wir noch Platz hier im Eisen? Nee, inzwischen immer mehr. Ist aber eigentlich wurscht. Ist aber eigentlich auch egal. Okay, perfekt. Wir schmeißen uns noch kurz was rein zum Essen. Sonnenquarz hier ist er. Oh, hier wäre auch noch Eisen gewesen. Guck einer an. Was man nicht alles findet. Ist aber nicht schlimm. Es tut sie was, es bewegt sie was, so soll es sein. Die Produktion, die läuft, das ist doch fein oder so ähnlich. Ich möchte nur schon schauen, ob die Handelsrakete zufällig schon da ist. Nö, ist sie nicht. Bis die wieder kommt, sehen wir uns bestimmt. Also ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr Lust habt übrigens, ihr seht es jetzt auch immer im Abspann, ist auch eine kleine Danksagung für meine Unterstützer auf Patreon dabei. Wer da Lust hat, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung unten gucken. Im Infotext, da habt ihr die Möglichkeit, mir ein bisschen zu unterstützen, wenn ihr mehr vor all dem sehen wollt. Würde es mich natürlich freuen, ist aber keine Notwendigkeit. Ich freue mich auch genauso über Like, ein Kommentar, was auch immer, Abo. Schön auf jeden Fall, dass ihr mit am Start seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Liebe, alles Gute. Bis bald, tschüssi und ciao, ciao.